Willkommen zu The Elder Scrolls 3 Morrowind. So, ja, und ihr seht hier das Schiff, Kampf, Molagmar, Quicksave und natürlich Lauriena. Und genau da werde ich jetzt einsteigen. Ich will es eigentlich gar nicht erzählen. nichts Schlimmes. Also ich habe meine Aufnahmen gemacht, wie gewohnt. Und hätte dann feststellen müssen, dass ich mein Mikrofon gemutet habe. Ja, das ist die ganze Geschichte. Das heißt, ich hatte hier jetzt eine riesenlange Aufnahme gemacht. Oder beziehungsweise mehrere Aufnahmen gemacht, ohne zu merken, dass ich eigentlich gar keinen Mikrofon-Sound habe. Das Problem ist, oder das heißt das Problem, ist halt so, ich benutze, wie wahrscheinlich viele andere auch, ein Schwert, um beispielsweise gewisse Ratten loszuwerden. Nein, sieht recht imposant aus, würde ich mal sagen. Das wollte ich sagen, ich benutze hier so ein Audio-Interface. Und wenn ich jetzt hier meine Aufnahmen mache, darüber ist mein Mikrofon ja angeschlossen an diesem Audio-Interface, dann höre ich mich ganz normal über Kopfhörer. Ja, das ist vollkommen normal. Und ich habe zwar einen zweiten Monitor, wo ich dann auch sozusagen hier mein Aufnahmeprogramm dann sozusagen ausgelagert habe auf diesen zweiten Monitor. Und nur der steht halt ein bisschen ungünstig, also so schräg hinter mir, wenn man so will. Das geht im Augenblick rein räumlich bei mir anders nicht. Eine Lösung ist allerdings da schon in Arbeit, indem ich halt mich räumlich verändere, insofern, dass ich halt einen anderen Raum dafür für die Aufnahmen nutzen werde, als ich das bis jetzt mache. Komplett andere Geschichte. Denn wie gesagt, also ich sehe halt insofern nicht immer, was gerade so passiert in Bezug auf meine Aufnahmen, beziehungsweise wenn ich das sehen möchte, muss ich mich immer so umdrehen. Das macht sich vielleicht in einer Veränderung Aufnahme hier bemerkbar, dass die Stimme so ein bisschen schwankt oder so. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, also ich sehe das nicht immer. Und dadurch habe ich natürlich nicht mitbekommen, dass ich keinen Mikrofonsound habe bei der Aufnahme. Wie gesagt, ne, über Kopfhörer, ja, höre ich mich. Und habe aus dem Grund natürlich geglaubt, es ist alles in Ordnung. Und habe aber durch irgendeinen dummen Zufall während eines wohl etwas anstrengenderen Kampfes hier mit irgendwelchen Leuten meinen Ton gemutet. Und ja, das Ergebnis war, dass ich dann halt insgesamt 3 Aufnahmen hatte. Und alle ohne Ton. Und ich dann halt, also ne, Spielsound ja, aber kein Kommentar. Ich meine, gut, man kann auf den Kommentar verzichten, das ist vielleicht manchmal gar nicht mal so dumm. Aber, waren wir da schon mal drin? Mich an so eine ähnliche Situation erinnern, dass wir hier so einen knochigen Typen schon mal hier draußen rumrennen hatten. Egal. Ja, wie gesagt, also das kriegte ich nicht mit, dass da halt der Kommentar fehlte. Da habe ich kurz überlegt, nachvertonen und so, oder vielleicht doch nicht nachvertonen, und habe mich dann dazu entschlossen, komm, du machst halt alles nochmal komplett neu. Egal, ist halt dumm gelaufen, kann passieren. Also wir waren in einer Ahnengruft. Ob es jetzt diese Ahnengruft war, das weiß ich jetzt im Augenblick so auswendig nicht. Egal, wir gehen mal rein. Kann mich entsinnen, schon mal gegen so eine Tür geknallt zu sein, so eine Wand geknallt zu sein. Vielmehr, da ist noch so ein knochiger Freund. Na gut, kennt man eine Ahnengruft, kennt man alle. Ich glaube, den Spruch hatte ich auch noch nicht gebracht. Und es kann gut sein, dass wir hier schon mal zugegen waren. Egal, sei es wie es will. Ich gehe einfach mal durch. So. Ja. Molagmar, glaube ich, werden wir diesmal nicht sehen. Kiste und Falle. Ich glaube, wir waren hier noch nicht. Denn das wäre, also, dass Leute hier neu spawnen, das mag ja sein.
Das aber von uns entschärfte Kisten wieder eine Falle aktiv haben, das glaube ich weniger. So, und wie man an meinem Trageproblem oder mein Gewichtsproblem sieht, ich kann nicht mal so viel tragen. Ja, die sind schon außen vor. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Gut, 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 gut. Ja, Dinge passieren halt. Da muss man durch. So. Das ist auch eine Falle. Meine Güte, nee, mit den Fallen haben sie es hier. Vergetterclub. So, okay. Sonde des Lehrlings nochmal ran an den Start. So. Ja, muss man alles mal mitgemacht haben. Das sind halt so Kleinigkeiten, die so am Rande passieren können. Das ist jetzt weiter kein Beinbruch. Ist halt verloren gegangene Zeit, aber was soll's. Es gibt Schlimmeres. Zum Beispiel so ein Kriegsfürsten hier, so ein Skelettartigen. Oh. So, ja, leg du dich mal schlafen für immer. Nach Möglichkeit. Eine kleine Kiste mit einem süßen Ring. Den kriege ich aber noch mit. Die 30 Ocken, die sag ich mir ein. So, was haben wir hier Schönes? Eine mit Blut verfasste Schrift. Wert 112. Dies werden die letzten Worte sein, die man jemals von mir hören wird. Hören? Das ist dumm von mir. Als ob jemand hören könnte, was ich schreibe. Ohne Rücksicht auf die Kosten, war ich ein einsamer Reisender und blieb nirgendwo lang genug, um jemanden kennenzulernen. Bis auf die reizende Maria in Strosnkai. Sie wird immer in meinem Herzen sein, sogar im Tod. Sie wiederzusehen oder gar ihre schöne Stimme zu hören, würde mich zweifellos als zufriedenen Mann sterben lassen. Nun liege ich hier mit gebrochenem Rücken, unfähig, mich zu bewegen, sicherlich innerhalb weniger Stunden tot. Ich nutze diese restliche Zeit, um mein Lebwohl an diese grausame Welt niederzuschreiben, an die Welt, die es zuließ, dass ich den Weg eines Diebes eingeschlagen habe, eines guten Diebes wenigstens. Solltet ihr jemals Geschichten von Malaki, dem Leichtfüßigen, hören, so könnt ihr diese Geschichte weitererzählen, wie ihr durch Zufall auf meinem Leichnam in einem einsamen Grab gestoßen seid, auf der Suche nach Beute, um mich zu ernähren. Was für ein Leben habe ich geführt? Seid ihr auch ein gewöhnlicher Dieb wie ich? So tut euch einen Gefallen und findet einen anderen Weg. Wenn ich alles noch einmal tun könnte, würde ich sicherlich anders handeln. Das Kratzen und Stöhnen der grässlichen, untoten Bestien wird nun lauter. Ich fürchte, sie kommen, um mich dieses Mal endgültig fertig zu machen. Ich weiß, dass ich einen schmerzvollen Tod als unglücklicher Mann sterben werde. Mögen die Götter Mitleid mit meiner Seele haben, sodass ich nicht nach meinem Tod über diese Ebene irren muss. Das sah auch nicht so aus. Er liegt ja nun mal hier, der arme Kerl. Wir nehmen das mal an uns, Vulkanglasdolch. 1000 Gewicht. 1,8. Links recht leicht. Wir haben doch da so eine nette Kiste, ne? So, was habe ich denn hier Schönes dabei? Wert 8. Ich weiß jetzt nicht, was die wiegen. Nix. Wert 20.
Gewicht 8. Eisenkurzschwert. Machen wir das doch mal so. Nehme ich die Pfeile wieder zurück. Und wir nehmen dieses nette Teil an uns. So, ja. Das ist doch nicht das Dümmste. Gewöhnliche Hose, Wert 4. Nun gut. Da sehe ich ein Buch. Der Todesstoß für Abernanit. Oh, Fertigkeit blocken hat sich auf 20 Punkte verbessert. Sehr schön. Danke, danke, danke. Kurz mal einen kräftigen Schluck Kaffee genommen. Dann werden wir uns mal hier ein wenig umsehen. Ja, nur zu, mein Freund, immer ran. Die zwei Schläge gönne ich dir. Mehr wirst du hier aber nicht landen. So. So, auch der ist Geschichte. Kleinen Moment, ich muss mal kurz was notieren. So. Vermerk für mich fürs Schneiden. Okay. Irgendwelche Störgeräusche meinerseits verursache, dann versuche ich die meistens rauszunehmen. Wenn sich die Möglichkeit bietet. So, eine Falle, die wir entschärfen könnten. Und dann machen wir das doch. Sonne des Lehrlings. Sei mir willkommen. Was haben wir eigentlich Schönes? Mhm. Interessant. Jo, hat sich ja voll gelohnt. Waffi. Sehr gut. So, dann haben wir hier einen Beutel mit Gedingse drin. Jo. Okay. Also die Frage, ob wir diese Ahnengruft schon gekannt haben, die hat sich erledigt. Wir haben sie noch nicht gekannt. Und, jo. Dann will ich mich mal hier höflich zurückziehen. Ab nach draußen. Aber. Hier gibt's noch ein bisschen was an Loot. Sollte ich nochmal in diese Gegend kommen, wovon ich ausgehe, dann dann schaue ich dann noch mal rein. So, eine Ratte will verarztet werden. Ich muss mich mal auch mal eben vor kurz verarzten. Man stört dich zu sehr. Aber nach den
schiefgegangenen Aufnahmen brauche ich jetzt erstmal einen Kaffee. So, Ratte 1, Ratte 2. Und eigentlich bin ich auf einer ganz anderen Reise. Wenn ihr euch vielleicht darüber wundern solltet, warum ich hier so komisch durch die Gegend kreuche und fleuche. Wir hatten ja, bevor wir unserer netten Verbündeten geholfen haben, einen Schrein oder sowas in der Richtung entdeckt. Und eigentlich will ich da ganz gerne hin. Ist der Geschichte oder hat er uns nur noch nicht mitbekommen? Ich glaube, das ist Geschichte. Okay, ich renne hier so ein bisschen im Kreis rum, kann das sein? Da, ja sicher, das ist das, was wir gesehen haben. Der Schrein ist da oben. Ups, nein, hier will ich noch keine Notizen machen. Okay, das heißt, ich müsste mich mehr so in diese Richtung orientieren. Der Gedanke oder der Hintergedanke bei der ganzen Geschichte ist der, dass ich versuche, jetzt den Schrein von der anderen Seite irgendwie aufzumischen. Und deswegen die etwas kuriose Reise hier, dieses Hin- und Her-Gedöne. Und ja, hier die Geschichte mit der Angriff, das kam mir jetzt dazwischen. Das war so gar nicht geplant. Das sieht mir doch sehr schreinig aus da hinten. Was? Was war das denn? War das jetzt einfach nur ein Geräusch, das dadurch entstanden ist, weil dass ich hier runtergerutscht bin? Oder hat sich da gerade irgendwie... Das hört sich anders, wenn sich so eine Steinplatte irgendwie öffnen würde. Ach, guck mal einer an, das ist noch so ein Teil. Aha. Wahrscheinlich daher die ganze Geschichte. Aha, noch so eine Ahnengruft. Also, die gucken wir uns aber später an. Interessant hier, also schon überraschend. Hier entdeckt man immer wieder was Neues. Gut. Gut. Also, ich sollte mich ein wenig erholen, kann das sein? Die Ausdauer ist ein bisschen im Keller. Bin ich denn jetzt hier richtig? Das sieht zumindest nicht falsch aus. Die Anlage ist etwas größer als gedacht. Bei der Gelegenheit. So. Hier wartet doch bestimmt schon irgendwo Ärger. Ich habe das im Gefühl. Irgend so ein Atronarch oder so. Es kann natürlich auch sein, dass die ganzen Kollegen, die ich bei dem letzten Kampf erledigt habe, dass die wieder unter uns weilen. Hatte ich nicht gerade was von Atronarchen erzählt? Ja, mach du mal. Also die sind schon so, dass man mit denen klarkommen kann. Das Problem ist, dass die ziemlich viel Aua machen. Nee, das wollte ich doch gar nicht. Anders, das machst du wieder. Ein Angriff von denen und dann ist man so ungefähr auf die Hälfte runter. So die eigene Gesundheit angeht. Nicht gerade wenig. So, okay, den lasse ich da mal. Und hier haben wir jetzt. Ist das jetzt ein Schrein oder was ist das? Jaspilamant oder so ähnlich. Was immer es sein
wird es wieder darauf hinauslaufen, dass wir uns hier ein klein wenig den Schädel einschlagen müssen. Oh, da ist der Kollege schon. Ja. Und er kann ganz gut einstecken hier. Das ist nicht gerade von schlechten Eltern, was der hier so... selber ertragen kann. Oh. Ja. Was der sich so gewehrt hat, ist nachvollziehbar. Der Ring ist auch ein bisschen was wert. Alles andere... Wert 80. Sechs. Geht so gerade noch. Aha. Sehr schön. Eine Kiste mit einem wahrscheinlich einfachen Schloss. Dietrich des Lehrlings sollte reichen. Da haben wir noch einen. Moment mal. Jetzt wird's heftig. 800, 960. Glaub, da ist die Entscheidung jetzt nicht so schwer. Fangen wir damit mal an. Das geht. Das geht nicht mehr. 300, nur auch nicht gerade wenig, aber hier das Ding mit Wert 34. Ich glaube, da bin ich mit denen besser beschlagen. So. Mann. Moment mal, Wert 53. Wert, oh nee, das ist eine andere Kategorie. Wert 25. So, kriege ich den auch noch mit? Weniger. So. Wert 28. Okay. Ja, das war schon mal nicht das Schlechteste. Dann haben wir hier einen Beutel mit Draken. Immer her damit. Da liegt noch mehr. Geld, meine ich. So. Uiuiui. Ja, das hat sich aber mal gelohnt. Kein Wunder, dass der hier so aggro auf uns war. Nein, auch nicht unbedingt. Ja, muss nicht sein. Okay, was haben wir hier mit den Kisten? War das mal so? Draken, immerhin. Und noch ein Draken. Ansonsten. Das kommt mir wie gerufen. Da hatte ich ja irgendwie zwei, drei irgendwie in die Richtung verbraten oder so. Flynn? Wert 100, Gewicht 1.
Wert 28, Gewicht. So schwer. Mann. Ich sehe schon eben, ich muss hier wiederkommen. Wert 55. Gewicht 14. Ja, egal. Das nützt irgendwie alles nix. Hallo, Kiste? Stahlstab. Aha. Okay, jo, warum nicht? Leer. Noch ein paar Ups, wenn dann alle, bitteschön. Ja, das, so war das jetzt nicht gemeint. So, was hier? Papier. Ein Ring, Wert 30. Den kriegen wir auf jeden Fall noch mit. Gewöhnlicher Gürtel. Ja, ist jetzt nicht so der Bringer. Cool. Ja, nett. Das hat sich ja direkt mal gelohnt hier. Das lohnt sich noch. Also es lohnt sich hier nochmal irgendwann Hallo zu sagen. Kleinen Moment mal eben. Nee. So. Wie sieht das eigentlich jetzt mal hier waffentechnisch aus? Okay. Feuerschwert, Streitkolben, Dolch, Kurzschwert, komische Bogen. Alles klar. Gut. Kurz heilen. Ja, dann würde ich doch sagen, wir werden uns hier auf jeden Fall nochmal umsehen. Beziehungsweise ich werde das irgendwann mal machen, sehr wahrscheinlich offscreen. Erstmal speichern. Sicher ist sicher. Und wir werden uns dann in der nächsten Aufnahme wiedersehen. Bis dahin wünsche ich alles Gute. Moment. So. Wünsche ich alles Gute und gehabt euch wohl.